Nippon Connection, japanisches Filmfestival online. Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des japanischen Filmfestivals Nippon Connection 2020. In diesem Jahr kann das Festival leider nicht vor Ort in Frankfurt stattfinden, aber wir sind sehr froh, dass das Festival trotzdem stattfindet. Und zwar online unter nipponconnection.com und es gibt auch dieses Jahr wieder mehr als 70 Filme zu gucken, was uns sehr freut. Dieser Podcast begleitet das Festival und die Gastgeber im Podcast sind langjährige Film-Podcaster und Hardcore-Nippon-Connection-Fans, nämlich Alexander Sobolla von den Abspannguckern. Hallo Alex. Hallo, hallo. Und der Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Hallo Thomas. Hallo. So, wir haben 4 Episoden für diese Nippon Connection parat und in diesen 4 Episoden werden wir uns 4 unterschiedlichen Themen noch widmen. Für jede Folge haben wir auch einen Gast und jetzt in der 3. Folge, da widmen wir uns dem jetzt vor einigen Wochen leider verstorbenen Regisseur Nobuhiko Obayashi und der letzte Film von ihm, Labyrinth of Cinema, der läuft auch dieses Jahr auf der Nippon Connection online und unser Gast ist der Sebastian Krehl. Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Freut uns, dass du bei uns bist. So, dann Sebastian, was ist denn deine Aufgabe im Festival und wie lange bist du bei der Nippon Connection schon dabei? Ich bin Teil des Filmteams, also das heißt das Team, das jedes Jahr das Filmprogramm aussucht. Ich bin seit 2013 dabei. Ja, ich habe nicht sofort im Filmteam angefangen, sondern ich war erst Fahrer, habe dann Fahrerorga gemacht und bin dann da so langsam in den Rängen aufgestiegen sozusagen. Das haben wir schon gehört. Das ist bei Nippon Connection, das ist wie in einem Orden, habe ich den Eindruck. Man arbeitet sich langsam nach oben über die Jahre. Wie groß ist dann so ein Team? Also wie groß ist das Filmteam bei euch? Wir sind zurzeit 7 Leute. 7 Leute. Und das ganze Festivalteam so ungefähr? Das ganze Team, das ist dann so ungefähr das 10-fache, glaube ich. Also so um die 70. Nicht schlecht. An dieser Stelle sollten wir darauf hinweisen, dass das alles Ehrenamtliche sind. Und das ist schon mal einen Applaus eigentlich wert. Auf jeden Fall ist mir das immer aufgefallen in den letzten Jahren. Ich muss euch mal loben an der Stelle, dass Nippon Connection, wir werden ja dann hoffentlich nächstes Jahr dann wieder auch wieder vor Ort sein, unglaublich gut organisiert ist. Ich finde auch sehr viel besser organisiert als viele Festivals, die mit professionellen, in Anführungszeichen, bezahlten Kräften arbeiten. Das habt ihr sehr, sehr gut im Griff. Das muss ich mal sagen. Ja, danke für das Kompliment. Das ist auch eines der nettesten Teams von Festivals, dem ich bisher begegnet bin. Man fühlt sich immer sehr willkommen. Bevor wir aber jetzt auf Obayashi so richtig uns einschießen, vorher noch eine kurze Service-Information beziehungsweise eine Service-Frage an dich, Sebastian. Wir werden ja jetzt wahrscheinlich den Leuten richtig den Mund wässrig machen für Obayashi. Wenn man den Film dann während des Festivals gucken will, es ist tatsächlich so einfach, ich nehme meine Kreditkarte oder meine PayPal-Daten, gehe auf Nippon Connection, wähle mir den Obayashi-Film aus und werde auf Vimeo, habe ich gehört, gelotst und dann kann ich mir einfach für 5 € den Film kaufen und anschauen. Ja, so ist es. Also eigentlich hast du jetzt im Grunde schon alles gesagt. Man muss sich natürlich noch bei Vimeo anmelden. Also man braucht ein Konto, um dann die Filme auch da streamen zu können. Aber das ganze Programm, das findet man auf unserer Website nipponconnection.com und von da wird dann immer zu den jeweiligen Filmen auf Vimeo verlinkt. Man kann die Filme dann, also nachdem man sie geliehen hat, hat man einen Zeitraum von 24 Stunden, in denen man dann den Film gucken kann. Und wann ich welchen Film dann gucke, das kann ich mir selbst aussuchen. Welchen ich am ersten Tag, welchen ich am zweiten Tag, welchen ich morgens, welchen ich abends gucken will, das kann ich mir dann selbst aussuchen, weil alle Filme vom 9. bis zum 14. komplett erreichbar sind. Genau. Ich muss mich dann nur entscheiden, bezahlen. Und apropos bezahlen, stimmt es, dass es ein 10er-Ticket gibt? Genau, es gibt ein 10er-Ticket. Das kann man jetzt im Vorfeld schon kaufen. Also das ist das Einzige, also man kann ja die Filmtickets dann wirklich erst kaufen, wenn die Filme online sind. Aber das 10er-Ticket wiederum muss man im Vorfeld kaufen und sich dann auch schon die Filme aussuchen. Man bekommt dann
Codes zugeschickt für die Filme, die man sich ausgesucht hat. Alles klar. Gut, dass das alles schon komplett als Programm auf der Webseite ist. Unter nipponconnection.com unter Programm gibt es dann alle mehr als 70 Filme, die beim Festival im Angebot sind. Sehr gut. Nachdem das geklärt ist, können wir uns ungehemmt auf Obayashi stürzen. Wieso komme ich jetzt auf das Wort ungehemmt im Zusammenhang mit Obayashi? Ungehemmt kann man sich mit Obayashi ja kaum vorstellen, ja. Ja, dann fangen wir nochmal an. Obayashi, wie unterscheidet sich Obayashi von anderen japanischen Regisseuren? Was ist so sein Trademark, seine Besonderheit? Also Obayashi ist zum einen so diese Generation, die im Krieg aufgewachsen ist, aber zu jung war, um noch eingezogen zu werden. Aber er hat halt den Krieg als Kind mitbekommen, aber auch eben diesen drastischen Umschwung, wo die Regierung quasi von einem Tag auf den anderen von radikalem Expansionismus auf Pazifismus umgestiegen ist. Also das ist was ihn nach eigener Aussage auch sehr geprägt hat. So, dass auch Frieden was ist, was einem so von oben diktiert wird. Und das ist was in seinen Filmen auch immer wieder auftaucht. Gerade auch die Filme, die er jetzt in so den letzten 10 Jahren gedreht hat, sind sehr stark von diesen Kriegserfahrungen geprägt. Er kommt ursprünglich vom Experimentalfilm. Also er hat in den 60ern sehr viele unabhängige Experimentalfilme gedreht, bevor er dann zur Werbung gegangen ist. Da also gibt es auch einige sehr wilde, verrückte Werbespots, für die er bekannt ist auch nach wie vor. Also da gibt es zum Beispiel den Mandem-Werbespot mit Charles Bronson, wo er sich irgendwie von Kopf bis Fuß mit diesem Mandem-Parfüm einsprüht. Also das kann man sich auf YouTube mal angucken. Also er hat halt so diese Phasen, also erst Experimentalfilm, ganz unabhängig, dann Werbung und dann ist er von der Werbung sozusagen rekrutiert worden für konventionelles Kino. Dann 1977 war dann sein kommerzielles Debüt House, den vielleicht einige kennen. Es ist einerseits sehr erfreulich, dass der Film einigermaßen bekannt ist. Andererseits finde ich es auch immer ein bisschen schade, weil es irgendwie der einzige Film von ihm ist, der im Ausland, also außerhalb Japans, vertrieben wurde und verfügbar ist, obwohl seine Karriere ja schon auch sehr vielfältig war. Also man kann ihn jetzt auch nicht festlegen auf dieses Experimentalfilm-Ding sozusagen, aber das ist schon was sich auch bis zum Schluss in seinen Filmen noch gehalten hat. Es gibt manche Filme, die ein bisschen auch zurückhaltender sind trotzdem. Aber erzähl uns noch ein bisschen was über Haosu. Warum ist der eigentlich, was ist das eigentlich für ein Film und warum ist der so in den Kultstatus gekommen? House ist ziemlich wilde Horrorparodie um sieben Schülerinnen, die gemeinsam Urlaub machen bei der Tante der einen, also der Hauptfigur. Die Tante hat die Hauptfigur seit ihrer Kindheit gar nicht mehr gesehen und die ist auch so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen unheimlich. Die lebt abgelegen in diesem titelgebenden Haus, nur mit einer Katze. Ja, und ziemlich schnell fängt das Haus halt auch an, diese sieben Freundinnen so also nach und nach aufzufressen. Also das Haus führt dann so ein Eigenleben. Wie ich auch gerade gesagt habe, so mit diesem experimentalen Impetus schon irgendwie. Also er benutzt da jeden Trick, der irgendwie verfügbar ist. Wilde Schnitte, teilweise kann man kaum mithalten mit dem Tempo, das er da vorlegt. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein Film, den man auch einfach als witzigen Horrorfilm dann dabei gut gucken kann. Er ist aber auch mit so einer gewissen Melancholie durchzogen. Da ist eben auch, also es ist nicht ganz so vordergründig, aber da gibt es eben auch diese Hintergrundgeschichte um den verstorbenen Mann der Tante, der halt als Pilot im Krieg gefallen ist. Das heißt, da ist auch schon, also obwohl der Film sehr wild und sehr, sehr ausgelassen ist, hat er dann auch so diesen düsteren Unterton, der irgendwie auch immer wieder durchkommt. Ja, bei House kommt ja auf alle Fälle auch sein Stil durch, eigentlich auch sein, ich würde mal sagen, sein Humor. Also es wirkt ja so ein bisschen, als wäre er mal irgendwie in die Schule gegangen und hätte ganz viele 10-jährige Kinder gefragt, was stellst du dir unter dem Gruselfilm vor? Und hat ja da mal Riesenspaß gehabt, das zusammenzubauen. Das ja. Ist auch gar nicht so weit weg von der Realität. Schon, oder? Denn angeblich ist der Film ja, basiert er auf einem Konzept von seiner 7-jährigen Tochter.
So wirkt der Film, aber ja. Das ist ja der Spaß des Films. Ich habe auch immer das Gefühl, er hat unglaublich viel Spaß mit den Filmen, die er macht. Auch wenn die Themen teilweise sehr, sehr ernst sind. Aber gehen wir noch mal ein bisschen so auf den Stil ein. Also House ist ja da schon mal ein schönes Beispiel. Ziemlich alles, was ich gesehen habe, also auch manchmal ist es, was du schon gemeint hast, manchmal ist es subtiler, manchmal ist es das absolute hundertprozentige Gegenteil von subtil, aber er hat ja sehr interessante Arten, mit Filmen zu spielen als Stil. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen. Dieses experimentelle, avantgardistische, das zieht sich so durch seine Karriere durch. Also auch wenn man jetzt den ganz Neuen sieht, das war auch schon bei Hanagatami so, da habe ich irgendwie so den Eindruck gehabt, das ist gleichzeitig, also der Anspruch war, gleichzeitig einen Film zu machen, als wäre es sein erster und sein letzter. Weil er irgendwie alles da reinpackt, so an Ideen, an Tricks, an Stilen auch. Also auch das ist total überbordend, total verkitscht und überhöht, aber verliert dabei trotzdem irgendwie nicht den Bezug zur Realität. Das ist manchmal ein bisschen arg rührselig. Also es gibt manche Filme, wo es für mich so ein bisschen zu sehr an der Grenze ist oder wo auch manche Momente nur ein bisschen zu sehr über die Grenze des Ertragbaren, was so das Rührselige angeht, gehen. Aber da ist einfach, also man sieht diese Filme und man spürt halt, wie viel Herzblut er da irgendwie reinsteckt. Und ich meine, für seine letzten beiden Filme gilt natürlich auch, dass er sie ja im Grunde mit dem Gedanken gemacht hat, dass sie seine letzten sein könnten. Aber es gibt auch Filme und das ist halt das, was ich so schade finde, dass seine Filme bislang kaum verfügbar sind, wenn man jetzt nicht irgendwie überteuerte japanische DVDs ohne Untertitel sich kaufen will. Und ich hoffe, dass das zumindest jetzt was Positives dann daran ist, dass er dieses Jahr gestorben ist, dass vielleicht das Interesse an seinen Filmen ein bisschen zunimmt. Also es gibt zum Beispiel einen Film, der denke ich, in Japan wesentlich bekannter ist. Der heißt Exchange Students von 1982. Da geht es um zwei Schüler, also einen Schüler, eine Schülerin, die durch einen magischen Zufall die Körper tauschen, also so eine Gender-Swap-Geschichte, die total interessant ist, weil sie überhaupt nicht diesen überbordenden Stilwillen hat, für den man ihn jetzt durch House kennt oder durch auch seine letzten Filme. Und einfach ein total interessanter Film ist, der viel mit Körpern arbeitet, also wie die Schauspieler sich bewegen und dadurch halt ausdrücken, dass sie im jeweils anderen Körper stecken. Also gerade die weibliche Schauspielerin bekommt da unglaublich viel zu tun, also indem sie dann halt geht, wie ein Junge eigentlich normalerweise geht und dann lernen muss, wieder wie in Mädchen zu gehen. Also man sieht einem Mädchen zu, wie es einen Jungen spielt, der lernt, wie ein Mädchen zu gehen. Und ist der zu kriegen, Exchange Student? Ja, wie gesagt, leider momentan nicht. Also außer eben auf japanischer DVD vielleicht. Oder wenn man halt mal Glück hat und er irgendwo auf einem Festival läuft. Also bislang ist wirklich der einzige Film, der außerhalb von Japan erhältlich ist, House. Immerhin, Hanagatami erscheint dieses Jahr bei Third Window auf Blu-ray. Ah, immerhin, okay. Das heißt aber, dann sind wir zumindest erstmal im englischsprachigen Raum dabei. Das heißt, genau. Also, die Leute müssen halt dann die Untertitel auf Englisch lesen. Und Rapid Eye nicht? Nein? Weiß ich gar nicht, ob das da irgendwie in der Pipeline steht. Hanagatami haben wir ja im vergangenen Jahr gesehen. Alex, du hattest ordentlich Kaffee getrunken, um den noch 3 Stunden durchzustehen. Ja. Ich glaube, viel Koffein war keine gute Idee vor Hanagatami, weil der Film an sich schon 3 Stunden Koffein ist. Das ist ja ein unglaubliches Brett, genau was Sebastian gesagt hat. Ganz, ganz viel, ja, so eine wohltuende Rücksichtslosigkeit. Ich glaube, dadurch, dass er schon vom Lungenkrebs gezeichnet war, ich weiß nicht, ob er jemals viel Rücksicht genommen hat, aber künstlerisch hat er jetzt, glaube ich, einfach gemacht, was er wollte und alle Regler sind auf vollem Anschlag oder darüber hinaus, was die Farben betrifft und eine ganz, ganz eigentümliche Ästhetik, die ich noch nie vorher gesehen habe, bei aller ästhetischen Kabolzerei, aber immer einen ganz starken Bezug zu den Figuren. Also man identifiziert sich auch vor dieser ästhetisch ungewohnten Welt dann doch mit den Figuren, die man da
folgen kann. Aber da ist auch wirklich alles dabei. Es ist wie ein Musical. Es durchbricht die vierte Wand. Es ist wie bei Sherlock Junior von Buster Keaton, dass man zwischen Film und Zuschauerraum hin und her springt, was ja praktisch die rote Linie dann für Labyrinth of Cinema ist. Also das ist wirklich ein Pfund. Also jetzt bin ich aber schon wieder gesprungen zwischen Hannah Gatami und Labyrinth of Cinema. Entschuldigung. Die sind sich aber im positiven Sinne ähnlich. Also fand ich gerade, was diese ästhetische, der Mut, so über die Grenze dessen zu gehen, was man glaubt, was eigentlich erlaubt ist. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Finde ich überhaupt nicht verwerflich, wenn man von dem einen Film zum anderen springt. Ich denke, man kann auch irgendwie sagen, dass der eine quasi aus dem anderen erwachsen ist. Ich weiß nicht, für die, die jetzt mit Obayashi, mit seiner Geschichte noch nicht so vertraut sind, also die letzten beiden Filme, da ist ja, rankt sich ja eigentlich fast schon so ein Mythos drum, wie die entstanden sind. Denn, wie du ja gerade schon gesagt hast, Thomas, er hatte Lungenkrebs die letzten Jahre seines Lebens. Und ihm wurde, als er an Hanagatami gearbeitet hat, eigentlich schon prognostiziert, dass er nur noch ungefähr ein halbes Jahr zu leben hat. Also, dass er auch eigentlich diesen Film nicht zu Ende drehen können wird, und hat das dann aber doch getan, auch unter schwersten Bedingungen, eben unter schwersten gesundheitlichen Voraussetzungen. Und wirklich an dem Tag, als Hanagatami dann vor 2 Jahren bei uns lief, wurde uns vom Verleih mitgeteilt, dass er wieder an einem neuen Film arbeitet, was ich dann abends noch vor der Vorstellung auch freudig verkünden konnte. Und also, ja, dass er es unter all diesen Bedingungen geschafft hat, einfach noch so ein 3-stündiges Mammutwerk zu vollenden, ist schon fast unglaublich. Also auch eben, wenn man sieht, wie dieser Film eben strukturiert ist, denn er schneidet ja auch selbst. Also er hat natürlich einen Assistenten dann gehabt, aber trotzdem ist der komplette Schnittprozess von ihm überwacht. Und wenn man einfach anguckt, was für eine enorme Schnittfrequenz das ist und dass er sich um jeden dieser Schnitte dann noch Gedanken machen konnte in seinem Zustand, ja, das ist schon sehr beeindruckend. Ihr hattet ja bei Hanagatami vor dem Film eine Videobotschaft von Obayashi, was ich super fand, weil seine ganze Antikriegsleidenschaft da auch wirklich rüberkam und man das wirklich gespürt hat, wie wichtig das ihm ist, dass man den Krieg als Katastrophe durchschaut und dass man alles für den Frieden tut. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass er auch das Empfinden hat, dass wir wieder in einer Vorkriegszeit möglicherweise leben, und er stemmt sich da mit jeder Faser seines leidenschaftlichen Herzens dagegen. Das war toll, diesen Einflugwinkel dann für Hanagatami zu bekommen, und das ist auch praktisch der gleiche Einflugwinkel jetzt für Labyrinth of Cinema. Eigentlich kann man das doch als Double Feature sehen, wenn man die Kraft hat, 6 Stunden Obayashi insgesamt zu gucken, oder Sebastian? Ja, wenn man die Kraft hat, auf jeden Fall. Wenn man die Kraft hat. Also man sollte vielleicht doch mal irgendwie eine Pause haben, um wieder runterzukommen. Vielleicht nicht zu viel Koffein trinken, sondern beruhigenden Tee. Man kann es ja bei Schöner Denken im Podcast hören, und ich habe mit Hanagatami wirklich meine Probleme gehabt, und ich habe sie immer noch. Und ich fand ja Labyrinth of Cinema tatsächlich wesentlich zugänglicher. Der ist zwar auch exzessiv, aber der ist halt alles auf, sagen wir mal, auf 10 gedreht und nicht auf 11. Also für mich persönlich. Und das hilft durchaus, den Film anzugucken. Ich sehe da ein gewisses, also für mich war das tatsächlich wirklich ein einfacher Film, also auch weil Hanagatami ist ja vom Schauspiel auch so extrem drüber, zum Beispiel. Mein Gott, dann wird das Bild dann noch mehr invertiert, ständig und lauter solche Scherze, und ich habe das Gefühl, dass Labyrinth of Cinema viel eher noch so bedacht ist, Leute noch an der Hand zu führen und so. Für Leute, die Hanagatami vielleicht ein bisschen zu hart fanden. Finde ich jetzt interessant. Ein bisschen Zugänge. Ja. Finde ich interessant, dass du das jetzt so siehst, weil ich sehe es gerade umgekehrt eigentlich. Echt? Ah. Ja. Also ich mag ja beide Filme, aber ich finde Hanagatami zugänglicher. Echt? Ich bin da null reingekommen. Für mich ist das Äquivalent zu diesem Ding, wo die Simpsons in Tokio sind und dann meinen, das ist der Werbespot, der Epilepsie auslöst, und dann liegen alle da mit irgendwelchen Zuckenden auf dem Boden. Und genau das ist ja für mich der Film, halt nur 3 Stunden davon.
Steile These, es lag am Koffein. Du hast auch noch nie im Podcast so schnell gesprochen wie bei der Hanna-Gatami-Folge. Das stimmt, das hat nicht geholfen, dass man extrem müde ist. Einen 3-Stunden-Film anschaut, der glaube ich erst um 11 angefangen hat, 22.30 Uhr, mit viel Red Bull, glaube ich. Und einem doppelten Espresso. Hat nicht geholfen, nein. Aber ich für mich Labyrinth of Cinema hat mir viel besser gefallen. Also bin ich viel mehr reingekommen. Aber ich frage mich halt, mein Gott, er ist ja jetzt mit 82 gestorben. Hat er jetzt mit Ende 70 dann noch angefangen, dann so sich digital sich da selber durchzuklicken und Sachen auszuprobieren? Oder hat er dann schon viel Hilfe gehabt, wo er gesagt hat, ja, mach das mir in Giftgrün und mach mir das in Rot und das invertierst du jetzt? Das finde ich halt ganz interessant mal so als Ding. Also ich weiß halt, dass er mit einem Assistenten gearbeitet hat. Also ich habe da auch mal so ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen gesehen, wo man dann eben auch sieht, dass Obayashi aber schon immer daneben sitzt und sagt, so, das muss jetzt dahin und das muss dahin und dieser Shot muss jetzt irgendwie genau eine halbe Sekunde sein und der nächste auch wieder und das muss gespiegelt werden und also war das schon sehr penibel. Aber es funktioniert auch. Am Anfang hat man das Gefühl, es ist ein bisschen Chaos und was will er eigentlich? Bei Labyrinth of Cinema gibt es auch viel Literatur zwischendurch, gerade am Anfang. Und ich dachte, puh, geht der Film dann auch mal los oder bleibt das jetzt so eine Art Literaturvorlesung? Und dann, er weiß aber ganz genau, was er tut. Also in der Dramaturgie über 3 Stunden fügt sich das dann so Stück für Stück zusammen, dass ich am Ende das Gefühl hatte, nichts hätte anders sein dürfen. Also insofern finde ich es interessant, dass er so eine genaue Vorstellung hat und die dann auch so im Detail durchzieht. Und bei all dem fühlt man so eine kindliche Freude, alles zu machen, was irgendwie möglich ist. Was ist denn dein Obayashi-Lieblingsfilm? Das ist keine einfache Frage. Also erstens, weil ich auch einfach viele nach wie vor nicht kenne. Aber ich finde eigentlich, also fast alle, die ich bisher gesehen habe, finde ich auf ihre Weise irgendwie sehr stark. Weil sie alle auch irgendwie was anderes machen. Also House war ja auch mein Einstieg vor einigen Jahren. Das finde ich nach wie vor auch so ein Übermeisterwerk. Aber also Hanagatami, also muss ich auch noch mal sagen, der hat für mich eine ganz besondere Sogwirkung auch. Also da ging es mir auch, als er beim Festival lief. Also ich kannte ihn ja dann schon, so von den Online-Screenern. Und nachdem ich dann da die Ansage gemacht habe vor dem Film, dachte ich gucke mir mal eben den Anfang noch kurz an, gucke, wie das so auf der Leinwand wirkt. Und ich konnte mich nicht losreißen. Ich saß die kompletten 3 Stunden dann da. Also der ist ganz toll. Ich habe letztes Jahr in Tokio hatte ich das Glück, da liefen beim Filmfestival ein paar ältere Filme auf 16mm Kopien. Da lief einer, ich muss mal ganz kurz den Titel nachgucken, Bound for the Fields, the Mountains and the Sea Coast, wo es um eine Gruppe Schüler gibt, die irgendwie deren Konflikt sich mehr und mehr zu so einem Kriegsspiel ausweitet. Also es fängt als Spiel an und irgendwann ist es eigentlich ein Krieg, den sie quasi gegeneinander ausführen. Also den fand ich auch ganz toll. Dann lief ein Film, der den etwas ungünstigen englischen Titel hat, My Summer Among the Zombies, wo es um einen mittelalten Geschäftsmann geht, der seine toten Eltern wieder trifft, also die er plötzlich als Geister wieder sieht und sie dann irgendwie regelmäßig besucht und sich dann dabei geborgen fühlt und da eben was bekommt, was ihm irgendwie so abhanden gekommen ist. Nur der Nachteil ist, dass je mehr er Zeit mit diesen Geistern verbringt, desto mehr wird er selbst zu irgendeinem Halbmensch, Halbgeisterwesen und er muss dann irgendwie gucken, ob er sich da losreißen kann. Und das ist eben auch so ein, also es ist einerseits ist es ein, also funktioniert es als Horrorfilm, also ein ganz klarer 80er Horrorfilm, so stilistisch von der Ausleuchtung und von den sehr, sehr plakativen Effekten, aber es ist eben auch wieder von so einer ganz tiefen Melancholie und Sehnsucht durchzogen. So, also ich finde ja, also neben so dieser Kriegsthematik ist ja auch Coming of Age ein ganz, ganz großes Thema bei ihm. Also sein ist jetzt wirklich ausdrücklich Coming of Age Filme, aber eben auch wie halt dieser Film, dieser Summer Among the Zombies, wo es um einen älteren Mann geht, der sich aber eben nach dieser Geborgenheit als Kind so bei seinen Eltern irgendwie wieder zurücksehnt. Ja, eben, das ist auch diese Warmherzigkeit, die hattest du ja auch schon
angesprochen. Alex, glaube ich, du warst das. Ja, jetzt hast du aber wirklich uns den Mund wässrig gemacht nach Filmen, die wir vielleicht erst in ein paar Jahren eine Retrospektive sehen können. Ich hoffe mal, dass es eine Obayashi-Retrospektive bei Nippon Connection irgendwann gibt, wo diese ganzen Schätze, die du angesprochen hast, nochmal, ihr macht ja eine Zusammenarbeit im Deutschen Filmmuseum, wo man die vielleicht dann während eines zukünftigen Festivals im Deutschen Filmmuseum sehen kann. Ja, das wäre natürlich ganz schön. Es ist natürlich immer abhängig von der Kopiensituation. Also die meisten Kopien beziehen wir ja von der Japan Foundation in Tokio. Dadurch können wir halt enorm Kosten sparen, also weil die das dann mitfinanzieren, dadurch, dass sie es dann in Köln auch zeigen, in ihrer Dependance, dem japanischen Kulturinstitut. Da profitieren wir halt enorm von für unsere Retrospektiven und deswegen ist es immer auch ein bisschen davon abhängig, was die haben. Also es muss nicht zu 100% von der Japan Foundation kommen, aber wenn da jetzt gar nichts ist, dann könnten wir uns das nicht leisten, die ganzen Kopien irgendwie einzuschiffen. Also Zusammenarbeit hilft da ungemein. Ja. Was ich noch sehr interessant fand in seiner Filmografie ist The Girl Who Leapt Through Time. Und das ist ja, es ist ja die Realverfilmung von einem Buch und da gibt es ja auch die Anime-Verfilmung, die, glaube ich, viele, viele Leute kennen, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und er hat ja tatsächlich da den 83 den Realfilm da gemacht, der ja ein Mega-Hit war anscheinend in Japan. Ich weiß nicht, hast du den zufällig auch gesehen? Den habe ich leider noch nicht gesehen. Hm. Da fände ich es mal ganz interessant, weil ich glaube, das ist ja auch ein sehr, sehr klassischer Mainstream-Stoff, wo er sich wahrscheinlich so inszenatorisch ein bisschen zurückgehalten hat. Aber das ist ja eine richtig schöne Story. Also es ist kein Wunder, dass es da 3 Verfilmungen von gibt. Das würde ich auch gerne Retrospektive bei euch sehen. Wäre bestimmt sehr schön, ja. Also definitiv kommt das auf unsere Wunschliste. Wir wollen den kompletten Obayashi. Aber dieses Jahr haben wir ja zumindest Haus im Festival, den wir uns anschauen können. Wir haben Labyrinth of Cinema. War es schwer, die Filme ins Online-Festival zu kriegen? Also Haus war jetzt nicht so schwer, weil der auch einen deutschen Verleih hat, Rapid Eye Movies, mit denen wir auch regelmäßig zusammenarbeiten, die uns ja, also uns gut gewogen sind und wir ihnen. Bei Labyrinth of Cinema war tatsächlich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit nötig. Also es ist immer, es ist natürlich eine völlig neuartige Situation, so für alle Beteiligten, für uns als Festivalmacher, aber auch für die Verleiher. Wie geht man dann damit um? Muss das Gebiet eingeschränkt werden, in dem die Filme gezeigt werden können? Da sind sehr viele Überlegungen irgendwie plötzlich drin, die keine Rolle spielen, wenn der Film halt wirklich nur an diesem einen spezifischen Ort in Frankfurt projiziert werden kann. Also bei Labyrinth of Cinema ist jetzt zum Beispiel der Fall, dass der nur in Deutschland angesehen werden kann. Wir haben aber auch Filme im Programm, die tatsächlich weltweit gesehen werden können und dann wiederum Filme, wo es ganz spezifisch irgendwie ist, dann überall, nur nicht in Indien, Japan und Kanada oder was weiß ich. Okay, ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt, wenn wir haben ja einige Freunde des japanischen Films in Österreich zum Beispiel, sind die Filme tatsächlich dann auch zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz auch online zugänglich? Weißt du das zufällig? Oder? Teilweise, aber eben nicht alle. Also es ist wirklich, das ist ganz, also das kann man sich auf der Website auch angucken. Das steht bei jedem Film dabei. Ich kann auch verstehen, dass das dann für manche vielleicht ein bisschen Frust auch mit sich führt, wenn man sich erst über den Film freut und dann merkt, dass man ihn nicht sehen kann. Labyrinth of Cinema, wie gesagt, ist wirklich strikt nur in Deutschland zu sehen. Haus wiederum ist aber für das komplette deutschsprachige Gebiet, also Deutschland, Österreich, Schweiz, verfügbar. Und ja, wie gesagt, da muss man wirklich bei jedem Film dann gucken, wie es aussieht. Na, das wird für Juri und Nenad von der Bildnachwirkung etwas die Auswahl einschränken. Aber gut, freut mich, dass dann aber auch welche gibt, die man dann auch im ganzen deutschsprachigen Gebiet sehen kann. Die können sich dafür ein Haus erfreuen, was wirklich ein sehr, sehr erfreulicher Film auch ist. Ja. Das ist ein richtiger Partyfilm auch, ja. Den werde ich nachholen. Ich muss die Party nur leider selbst alleine machen. Die hast du, wenn du den Film anschaust. Da brauchst du nicht viel. Sehr schön. Ja, dann. Also, vielen Dank, dass du hier Gast bei uns warst im Podcast, Sebastian. Dann noch eine Frage. Auf welchen Film freust du dich am meisten, der jetzt kein Obayashi ist? Darf ich auch 2 oder 3 nennen? Darfst du auch. Ich finde es schwierig, mich auf einen festzulegen. Aber ganz, ganz toll finde ich Kinta and Genji.
ein Film, in dem eigentlich nichts passiert, aber der trotzdem dadurch ganz toll ist. Es geht um einen Waschbären und einen Roboter, die zusammen im Wald rumhängen und über die allerbanalsten Dinge der Welt sprechen. Manchmal einfach auch gar nicht sprechen und nur auf irgendwelchen Wiesen rumhängen oder ein bisschen tanzen. Und ich finde aber, der Film ist so schön gefilmt und hat so eine tolle Atmosphäre und ist einfach durch dieses also extreme Understatement, finde ich ihn also gleichzeitig total witzig. Das ist ein Animationsfilm dann, oder? Nee, es ist kein Animationsfilm. Ah. Also es sind anthropomorphe Roboter und ein Tanuki. Ich habe jetzt, glaube ich, fälschlicherweise vorhin Waschbär gesagt, was nicht ganz das Gleiche ist. Die in, ja, also eigentlich auch recht billigen Kostümen da so rumlaufen. Und das sind auch, also die beiden Regisseure sind auch gleichzeitig die Hauptdarsteller, also die einzigen Darsteller in dem Film. Das klingt sehr gut. Shell and Joint finde ich auch sehr schön, ist auch ein sehr langer Film, auch sehr lohnenswert, von Isamu Hidabayashi, der so die letzten 20 Jahre allerhand Kurzfilme gemacht hat und jetzt seinen ersten Langfilm gemacht hat und dann sich dachte, na, dann aber richtig, und der geht über 2,5 Stunden. Und es ist so eine Art Vignettenschau. Also es gibt nicht so eine durchgehende Handlung, sondern es gibt so mehrere Teilhandlungen, die dann immer wieder so parallel montiert werden. Und so als roter Faden, kann man so ganz grob sagen, ist so der Diskurs, also die Konfrontation so mit der eigenen Vergänglichkeit. Also es wird über das Sterben geredet, aber auch über Sexualität und über allerhand Körper. Sekrete und Exkrete. Es gibt Wissenschaftler in dem Film, die irgendwie Flusswasser erforschen. Es gibt Imker, es gibt eine Kapselhotel-Rezeptionistin, die von ihren Selbstmordversuchen spricht. Es gibt Ungeziefer, das darüber philosophiert, ob Termiten und Insekten, die ja nicht zur gleichen Gattung gehören, trotzdem irgendwie den gleichen Struggle auch quasi erleben im Konflikt mit den Menschen. Also es ist ziemlich exzentrisch, ziemlich surreal, aber gleichzeitig auch trotzdem total berührend. Also das sind so zwei meiner Highlights. Sehr schön, sehr schön. Dann wird der Thomas jetzt nochmal erklären, wie das jetzt funktioniert mit dem Filme gucken. Auch genau. Mal eine Wiederholung. Wenn ich jetzt den Obayashi sehen möchte, zum Beispiel House oder Labyrinth of Cinema, gehe ich einfach auf nipponconnection.com, wähle mir dort den Film aus, werde von dort dann von der Seite auf Vimeo geführt, in dem Fall Vimeo On Demand. Und da kann ich dann entweder über Kreditkarte oder über PayPal mir den Film kaufen, brauche natürlich ein Vimeo-Konto vorher. Und dann kann ich mir den Film, wann immer ich möchte, anschauen, für 24 Stunden, sobald ich ihn gekauft habe. Genau. Und kann auch Pause machen und kann ihn aber auch nochmal gucken. Wenn ich zum Beispiel denke, Labyrinth of Cinema hat mir jetzt so gut gefallen, dann kann ich was essen, was trinken und ihn gleich nochmal gucken zum Beispiel. Ja. Innerhalb von 24 Stunden. Und es gibt eine 10er-Karte, die man sich vorher schon besorgen kann, wo man aber auch schon wissen muss, welche 10 Filme man tatsächlich schauen möchte. Das ist bei einem Angebot von mehr als 70 total interessanten Filmen auch gar nicht so einfach. Aber ich freue mich drauf. Ich auch. Alex, was machen wir morgen? Ich habe mir jetzt gerade ausgerechnet, ob ich alle 77 Filme theoretisch gucken könnte, wenn ich nicht schlafe oder irgendwas. Gute Idee. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich bräuchte ich dann auch wieder Koffein und das macht es auch wieder anstrengend. Aber gut. Morgen geht es im Podcast um die Geschichte des japanischen Filmfestivals Nippon Connection an sich. Und da sprechen wir mit Marion Klompas. Das ist die Festivalleiterin von der Nippon Connection schon für eine ganz schöne Zeit. Und ja, dann ist der Thomas wieder dabei und ich. Und dann werden wir. Könnte auch sagen, seit immer. Ja, natürlich. Sie hat das Festival mitbegründet. Schon wirklich komplett immer. Ah. Ja. Da werden wir in Erinnerungen müssen wir die Frage nicht mehr stellen. Ja. Habe ich jetzt gespoilt. Nein, alles gut. Man kann sagen, wer hat es erfunden, auf jeden Fall. Nein, wir werden in Erinnerungen schwelgen und Anekdoten hören, da freue ich mich schon drauf. Ja, habe ich auch sehr Lust. Das wird schön. Sebastian, vielen Dank. Das war toll heute und ich wünsche uns allen ein ganz, ganz, ganz tolles Festival, auch online.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin auch super gespannt und aufgeregt, was jetzt die Online-Ausgabe angeht. Danke dir und tschüss. Danke, ciao, Alex. Ciao. Tschüss. Nippon Connection, japanisches Filmfestival online.